Achso. Ich Brotdepot? Steve! Steve! Bevor du jetzt hier noch ewig Regenwürmer suchst, ich hab mal schnell ein Brot gebacken. Sehr gut. So. Ich war mal schnell unterwegs, hab ein Brot gebacken. Ist doch kein Brot, ne? Da ist ein Brot, hab ich gefunden. Das ist ein Stück Holz. Das ist Holz. Nee, scheiße, ein Stück Holz. Aber wisst ihr, was man damit machen kann? Das ist ohne Schläge quasi. Wie geil, Leute. Das können wir als Posen nehmen. Also, das war jetzt kein Brot, das sah so aus. Ja, das ist ein Stück Holz und die Kork aus dem Scheiße. Jetzt bauen wir uns eine kleine Angel zusammen. So Leute, ich habe jetzt hier was zusammengebastelt. Da wird wahrscheinlich jeder Angler sagen, ey Alter, was hast du im Eifel gehabt? Was ist das für eine Scheiße? Aber ich habe hier aus irgendwelchen handelsüblichen Utensilien einen Haken sammeln wollen. Jetzt werde ich da noch eine Pose ran basteln. Jetzt die sagt, ne Pose brauchen wir nicht. Doch, wir brauchen eine Pose. Dann nehmen wir dieses beschissene Stück Holz hier, was wir hier gerade gefunden haben. Dann machen wir jetzt einfach zwei Varianten. Ja? Einmal deine Variante. Und einmal meine Variante, die Falle, weil das ist ja schon eine professionelle Angel. Dazu brauche ich allerdings einen Haken und ein bisschen Sehne. Ja, ganz anders, ich nehme einfach aus meinem Survival Kit eine Sicherheitsnadel und bastel mir selber einen Haken. Da fehlt eine Rotze. Dann schauen wir am Ende, wer den größeren Erfolg hatte. Jetzt hat er hier 20 Minuten rumgewühlt und so ein Scheiß. Ein Mini-Regenwurm, das kann man sich ja nicht vorstellen. Ein Regenwurm für Arme sozusagen. Muss reichen, im Notfall muss das reichen. Sicherheitsnadeln gehören ja mit ins Survival-Kit. Unter anderem, weil man sich daraus super Angelhaken basteln kann. Sieht nicht besonders schön aus, aber geht ja hier auch nicht um die Schönheit. Doch, ein bisschen schon. Wir brauchen ja Nahrung. Also lasst euch vom Krieg nicht erzählen, na klar, jetzt hier auch die Schönheit und Coolness. So Leute, da hängt da der Jute, der Köder im Wasser, halt da einfach an die an diese Astgabel rangehangen, das Viech. Ja, mal gucken, ob das Fuß so schnackelt, wa? Fischfalle gebaut, quasi keine improvisierte Angel. Jetzt nehmen wir uns einfach ein Holzenlanget, was auch tatsächlich schwimmt, haben wir vorher getestet, nehmen unsere Sicherheitsnadel, machen da einen Regenwurm rum, ein bisschen Sehne, binden das so dicht am Baum fest, dass der Fisch da ran muss und legen es einfach im Wasser aus und hoffen, dass was beißt. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht hin. Also, der Köder hier hat tatsächlich funktioniert. Es hat unten Fisch abgebissen. Ist allerdings weg. Ist die Sehne beim die nächsten Sehne Mal ist Müll, stärkere ja, Sehne. Wir haben dazu schwache Sehne. Aber wenn ich hier so ein bisschen ja. reiße, ist die schon ab. Das ist Müll. Mhm. Und man sieht auch, wenn man genau hinguckt, ja. sieht man, dass das ein Biss war. Ja. Cool. Verdammt. Also